Persönlicher Rachefeldzug oder gerechtfertigte Kritik, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Klose fliegt und der DFB ohne Musiala. Alter Schwede, bin ich gespannt. Was für ein Themenfrühstück. Ich dachte, ab heute ist saure Gurkenzeit, aber nichts da. Dachte ich auch. Es ist spannender denn je. Also das letzte Wochenende kannst du komplett vergessen. Also was wir heute zu besprechen haben, ist ja der Monsterkracher. Und das heißt was, weil ich habe letztes Wochenende so viel Fußball geguckt, wie glaube ich seit Jahren nicht mehr. Irgendwann war wirklich, ich habe nur noch gelächzt nach etwas anderem außer Fußball, weil es gab einfach so viel guten Fußball, man musste gucken. Aber der FCA hat verloren. Der FCA, unentschienen. Unentschieden, aber es gibt Leute, die haben gestern hier angemerkt, dass er möglicherweise wieder auch noch sich in den Abstiegskampf einschalten kann. Welche Leute haben das denn behauptet? Weiß ich nicht, kenne diese Leute nicht. Kollegen hier auf der Couch. Das sind so Menschen, die sich hinter so Nicknames verbergen. Die ganz lange warten, bis diese Sendung losgeht. Nee, wir sind da raus. Ich bin mir inzwischen sicher, das wird nichts mehr mit dem Abstieg. Wir bleiben drin. Und darum soll es heute aber nicht gehen, denn wir haben andere geile Themen mitgebracht. Unter anderem verfleischen sich gerade die Schiris in Deutschland. Genau, der FCA bleibt drin, aber was machen wir mit Manuel Gräfe? Muss Opa jetzt doch aufs Altenteil? Das ist die große Frage, weil er firlefranzt, hätten wir früher gesagt. Er redet sich um Kopf und Kragen, meint zumindest Dennis Aitken, meine nicht ich, weil ich finde es immer interessant, wenn es irgendwo kracht. Mhm. Manuel Gräfe hat sich mal wieder als ehemaliger eingeschaltet in diese Geschichte am Wochenende bei Bayer Leverkusen 2. Elfmeter sind erst durch den VAR quasi zu Elfmetern erklärt worden. Und der Schiedsrichter ist offenbar in Augen vom ehemaligen, alteingesessenen Manuel Gräfe nicht gut genug, um auf dieser Ebene zu pfeifen. Jetzt grob zusammengefasst. Genau. Es geht um den Kollegen Tobias Stieler, der diese Partie zwischen den Bayern und Leverkusen gepfiffen hat und der laut Gräfe unzureichend gepfiffen hat. Genau. Ja. Er ist eigentlich allgemein auch der Ansicht, dass Schiedsrichter in Deutschland zu schnell nach oben kommen. Mhm. Man könnte natürlich auch denken, vielleicht ist er auch immer noch ein bisschen sauer, dass er dann vorzeitig, er wurde ja gar nicht vorzeitig aufs Altenteil geschoben, sondern er musste dann nach der Regel Schiedsrichterzeit einfach abtreten, so wie das alle anderen vor ihm ja auch gemacht haben, auch gute Schiedsrichter. Und offensichtlich kommt Manuel Gräfe damit nicht so richtig klar oder er sieht einfach, dass keine Schiedsrichter nach ihm kommen, die nur annähernd sein Niveau haben. Wie ist es denn nun wirklich? Ja, ich finde es schwierig, weil einerseits, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, wir mögen das natürlich, wenn sich Sachen aneinander reiben und gerade auch das Thema Schiris, die sollten ja auch kritisiert werden dürfen und gerade wenn es jemand ist, der aus der Branche kommt, ist es ja eigentlich was Gutes so, weil der sollte es ja wissen, aber es hat schon auch so ein bisschen so ein Geschmäckle, würde ich sagen, weil es einfach, er ist ja immer noch auch in Rechtsstreit mit diesem Schiri-Verbund, hat knapp 50.000 Euro schon zugesprochen bekommen, hat aber keinen Schadensersatz bekommen und darauf klagt er jetzt nochmal, also er ist in Berufung gegangen, das heißt, dieser Rechtsstreit läuft immer noch. Was ich finde, ist halt noch so ein Nebenschauplatz, den man kennen muss, um das vielleicht auch einordnen zu können. Ja, natürlich ist es, wir sind ja hier aus dem medialen Blick, kommen wir und stellen fest, warum redet Manuel Gräfe darüber und warum berichten wir darüber? Ich meine, natürlich ist es interessant, wenn er sich beschwert und seine Meinung hat natürlich auch Gewicht, weil er war fraglos ein guter Schiedsrichter. Ja. Dennis Aitken sagt aber, es ist nicht so richtig zielführend und da muss ich ihm ein Stück weit auch recht geben, weil es geht eben immer so in eine Richtung, die am Ende des Tages ja doch immer sagt, ja, warum habt ihr mich eigentlich vorzeitig hier rausgenommen? Weil ich hätte diese Fehler nicht gemacht. Wissen wir ja auch nicht, weil auch Schiedsrichter werden ja älter und haben möglicherweise nicht mehr die Reaktionsschnelligkeit, die sie zu ihrer Glanzzeit hatten. Aber das mal dahingestellt, er ist ja raus. Die Frage ist eben, muss man jetzt dann sozusagen immer auf die Nachfolger schießen, mit denen er ja in dem Sinne, die können ja auch nichts dafür, dass er da sozusagen raus muss. Also, nee, und vor allem auch so als Kamerad oder Kollege finde ich es halt auch schwierig, weil ja, man kann natürlich fachlich Kritik üben, aber es ist, sagt ja Aitken auch, immer der gleiche Jargon, also es kommen immer die gleichen Sachen. Und dass jetzt der VAR nicht gleich wieder abgeschafft wird, das steht gerade zumindest auch fest. Also in dieser Saison wird er noch weiter
Ach, da wird darüber diskutiert, dass sie den wieder abschaffen? Naja, ich glaube, diese Diskussion ist ja zumindest immer so ein bisschen am Köcheln und die Fans würden sich das auf jeden Fall viele erhoffen. Ich meine, ganz wie oft ehrlich, haben wir hier auf der Couch schon darüber diskutiert? Können wir das wieder zurückdrehen? Also ich meine, nichts dagegen, wenn wir diese Diskussion aufmachen, aber ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen, weil was ja klar ist, all diese hauchdünnen Abseitsentscheidungen und so weiter, die wir da natürlich jetzt durch diese Geschichten auch entsprechend vermessen können, die werden ja nicht mehr, die sind ja letztendlich ungerecht, wenn wir jetzt bei Gerechtigkeit oder ungerecht bleiben. Und deswegen glaube ich, in Summe sind natürlich viel mehr Entscheidungen gerechter durch den VAR geworden. Nur wir stellen durch den VAR fest, wie klein und wie viele Nuancen im Grunde bei so einer richtigen und falschen Entscheidung dazugehören. Das können wir nämlich jetzt erst vermessen durch diesen VAR. Ja. Das hatten wir ja vorher schlichtweg einfach nicht. Da haben wir drauf geguckt, haben gesagt, das ist kein Foul oder es ist ein Foul und damit war die Sache erledigt. Nur jetzt wird es eben uns gezeigt und dann fragen wir uns, warum muss denn der Schiedsrichter da noch während eines Spiels 60 Sekunden drauf gucken? Ja, weil es eben so wahnsinnig schwer ist an manchen Stellen. Genau, und es ist einfach auch so, ich finde, der VAR zeigt auch immer wieder, dass man halt nur ein Mensch ist und kein Roboter. Also und dass wir auch alle Fehler machen. Das hat auch wieder eben das Spiel am Sonntag gezeigt. Ja, es waren zwei klare Fehlentscheidungen, aber ich finde, wie er es gehandelt hat am Ende, er hat sich beide Male entschuldigt beim Spieler. Er hat sozusagen seinen Fehler eingesehen und dann auch die richtige Entscheidung am Ende gegeben. So sollte es ja, finde ich, auch irgendwie sein, oder? Also auf menschlicher Ebene kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Also erstens, ich bin voll da auf der Linie, dass ich sage, Manuel Gräfe, unheimlich unterhaltsamer Typ. Ja. Der kann gerne jeden Tag hier ins Themenfrühstück kommen oder einmal die Woche. Ich würde mich freuen und dann hauen wir mal gemeinsam so richtig drauf auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, also was Fehler macht, wer nicht richtig spielen kann und so weiter und so fort und auch auf schlechte Schiedsrichter. Aber er hält sich ansonsten so ein bisschen aus der ganzen Nummer raus, weil die jungen Kollegen, ich glaube, absichtlich macht keiner einen Fehler. Ja. Der Letzte, der das vielleicht absichtlich gemacht hat, hieß Robert Heutzer. Und der hat dafür seine Strafe bekommen. Und ansonsten habe ich da eigentlich ein relativ hohes Grundvertrauen in die deutsche Schiedsrichterei, dass die das versuchen, so gut wie möglich zu machen. Dass es natürlich Leute gibt, die vielleicht nicht die maximale Qualität haben, das kann ich so nicht beurteilen. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend, weil es ist am Ende ja auch Unterhaltungsgeschäft. Und meine Meinung. Mich erinnert das Ganze auch immer wieder an politische Quereleien, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, Manuel Gräfe ist so die Opposition und die anderen sind die regierende Partei und das ist alles auch sehr politisch, was da passiert. Der eine äußert sich selber dann auf Twitter, dann kommt die Antwort auf der offiziellen Pressekonferenz. Also es ist auch ein Kräftemessen irgendwo. Ich glaube, wir müssen uns alle auf verschiedenen Ebenen, die wir in diesem Gewerbe ja arbeiten, fragen, wie sehr brauchen wir unser eigenes Gesicht in irgendwelchen Bildschirmen, in irgendwelchen Zeitungen, unseren Namen und so weiter und so fort. Und ich glaube, jemand wie Manuel Gräfe, der ja auch als Schiedsrichter so eine besondere Prominenz hatte. Es gibt ja viele, die machen ihren Job über 15, 20 Jahre und dann treten sie ab und man hat den Namen zwar gehört, aber man hat ihn nie wieder gesehen. Also er war ja schon jemand, der auch das Licht der Öffentlichkeit immer gesucht hat. Und insofern soll er da auch bleiben, finde ich gut, weil er ist unterhaltsam, aber vielleicht dann doch eher so auf einer, ja, so ein bisschen stammtischartigen Ebene und nicht immer so ins Technische rein, weil er ja da auch letztendlich auch sein Nachkommen, hätte ich beinahe gesagt, schadet. Und also ich fände es super, wenn Manuel Gräfe, wenn Sie zu Hause sitzen, Sie scheinen ja viel Tagesfreizeit zu haben, kommen Sie doch mal in die Sendung und wir hauen einfach mal drauf und Platz wäre hier noch zwischen uns beiden. Offizielle Einladung ist raus. Felix, kurzer Einwurf. Ich bräuchte mal ganz kurz deinen PIN für dein iPad, damit ich auch unsere Kommentare hier lesen kann. 189567. Ganz zufällig. Bist du wahnsinnig? Ja. Hey, das ist doch meine Kontonummer. Okay, politische Verwerfung hast du gerade gesagt, oder beziehungsweise politische Einlassung. Politische Einlassung, beziehungsweise politisches Denken kann man Hansi Flick, um mal das Thema zu wechseln, nun wirklich nicht mehr unterstellen. Also was der Hansi Flick jetzt macht, das finde ich ja derartig gut, weil erstmal musste ich mir heute Morgen den Kader, die Hälfte der Namen musste ich mir erstmal aufschreiben, weil ich sie alle nicht kannte. Nein, ist nicht ganz so, aber natürlich ist man bei einigen Namen dann doch überrascht, wen er da alles aufgestellt hat und er probiert was. Der Aufschrei ist natürlich riesig in den Medien, habe ich heute Morgen schon gesehen. Meine Güte, was macht der Luther denn da? Luther Matthäus ist ausgerastet. Wir haben doch kaum Testspiele und jetzt auch noch gegen Belgien tritt er da mit so einer C11 auf. Aber ich sag, muss man machen und vor allen Dingen natürlich, was er da an Abwehrspielern ausprobiert, da muss ich sagen, wundere ich mich, dass ich da nicht doch auch noch eine Chance bekomme, aber sei es drum. Wer hat dich am allermeisten überrascht, wenn du den Kader durchliest? Wagnermann. Ja.
Gut, dann sind wir dann gleich auf. Nein, ich glaube, da waren wir nicht die Einzigen, die dann doch ein bisschen überrascht waren. Oder wenn ich mal den Perspektivwechsel versuche durchzuführen. Wer mich auch überrascht hat, ist Mario Götze, weil Mario Götze sozusagen als Oldie wird nochmal berufen, während dann diese ganzen jungen Wilden dann reinkommen und Leroy Sané, liebe Grüße an die Bild-Zeitung, will er da ein Exempel statuieren? Hat sich der Junge etwa nicht im Griff? Was soll das genau? Also wo wollen wir anfangen? Fangen wir mal bei der Abwehr an, oder? Fangen wir mal bei Joshua Wanyama an. Letztes Jahr noch beim HSV ein unsicherer Kantonist in der Abwehr. Jetzt, sagen wir mal so, weiterhin ein unsicherer Kantonist in der Abwehr des VfB Stuttgart und jetzt plötzlich in der Nationalmannschaft. Ja, das ist sehr, sehr komisch, dass er jetzt berufen wurde, weil man ja sagen muss, er wurde von Anton ja abgelöst beim VfB. Also Bruno Labbadia setzt nicht mehr auf ihn, sagt, er braucht mehr Stabilität in der Defensive und das reicht scheinbar trotzdem für die Nationalmannschaft. Es heißt ja wohl von Flicks Seite, dass er eben so perspektivisch sehr, sehr viel an ihm sieht. Trotzdem frage ich mich, warum genau jetzt? Also ja, ich finde halt gerade die Verteidigung, die deutsche, ist lediert. Also ich verstehe auch, dass man sagt, man lässt einen Süle vielleicht mal raus, weil der mich jetzt auch nicht so überzeugt hat in den letzten Monaten. Aber dass man dann halt so jemanden holt, da hätte es, finde ich, auch noch andere Kandidaten gegeben. Beispielsweise, warum nicht der Anton, eben der ja dessen Rolle beim VfB eingenommen hat. Ist auch ein deutscher Staatsbürger. Ich glaube, das ist so ein bisschen der besondere Blick, den Hansi Flick auf die ganze Sache hat, weil er ja schon sehr lange beim DFB in verschiedenen Funktionen gewirkt hat. Also er kennt ja auch seine Pappenheimer und hat da vielleicht einen anderen, dann doch einen etwas anderen Blick als wir darauf. Mhm. Dann kommt es ja auch immer noch ein bisschen darauf an, wie fasst man die Leute an, wie passen die in so eine Art auch in so ein Sozialkonstrukt rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da begeistert davon bin, was da gerade passiert oder dass mich die Namen total vom Hocker hauen. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut und auch interessant, mir diese beiden Spiele, die ja auch vom Niveau ein bisschen unterschiedlich sein werden, wenn ich das richtig sehe. Peru vielleicht so ein Aufbaugegner, während Belgien ja auch mit einem neuen Trainer dann wirklich, der will ja auch ein Zeichen setzen, Domenico Tedesco, dann wirklich ein anspruchsvoller Job ist, den die Jungs dann eben auch da bestehen müssen. Und ich finde es gut, dass da viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, weil wenn man sich dann doch durch den Kader liest, das ist ja dann eben auch überraschend, wie viele Spieler, gerade auch aus der Abwehr, inzwischen im Ausland spielen, die brauchen ja auch irgendwo einen Bezug zu dieser Mannschaft, wenn sie nachher dann eben auch in so einem EM-Kader mal dabei sein wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das an der Stelle dann mal versucht. Trotzdem hat mich das wirklich in dieser Zusammenstellung sehr überrascht, eigentlich auf ganzer Linie, weil das ist ein Umbruch. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die ein komplett anderes Gesicht haben könnte nachher, als die wir zuletzt gesehen haben. Und aus meiner Perspektive ist das auch dringend notwendig. Ob das Erfolg hat, steht auf dem anderen Blatt, aber dass man den Mut hat, jetzt diesen Umbruch zu anzustoßen und dann muss man schnell arbeiten, klar, viele Spieler bleiben nämlich, finde ich jetzt erstmal ganz gut. Gehe ich mit und ich muss sagen, ich fand auch nicht alle Nominierungen fragwürdig. Es gab auch Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Malik Chau beispielsweise, den ich hier schon vor einem Monat gefordert habe und jetzt hat Hansi Flick geliefert. Der war ja eigentlich in die U21 berufen. Jetzt wurde er hochgezogen, weil Bella Kotschap ja ausfällt, verletzt. Und das ist jemand, wo ich sage, der ist zwar noch sehr, sehr jung, aber dem traue ich diese jetzt Aufgabe hätte ich zu. Ich von dir natürlich noch einen anderen Namen erwartet. Von mir? Ja. Ja, Mergen Berisha, ja. Klar, aber wir hatten ja gerade noch über Verteidigung gesprochen. Okay. Deswegen wollte ich den jetzt kurz noch erwähnen, weil er eben ja noch jung ist, aber bei AC Mailand schon gesetzt ist jetzt seit einigen Wochen. Jedes Spiel macht, immer über 90 Minuten und da ja auch Champions League Partien mit dabei waren, beispielsweise gegen Tottenham. Jetzt steht er im Viertelfinale und ist da gesetzt und dementsprechend finde ich jung okay, aber eben auch einfach Erfahrung und jetzt eben halt auch in der Startelf immer gestanden. Kurz mal deine Meinung abfragen, wenn wir jetzt hier über diesen Umbruch sprechen, mit den vielen verschiedenen jungen Namen von jungen Spielern. Wer wird denn bei der EM im Tor stehen? Gute Frage. es heißt darf ja der, immer noch... Darf Opa noch mal ran? Ja, es heißt ja immer von Flick-Seite so, er sieht gar nicht diese Diskussion offen mit Neuer überhaupt. Ich sehe die schon. Ich finde die auch berechtigt. Und ich frage mich halt auch bei einem Spieler, der so lange dann verletzt war
Und du hast es gerade gesagt, man hat dann ja auch nicht mehr viele Spiele bis zur EM. Aktuell sind es, glaube ich, noch 12 Testspiele, bis dann die EM stattfindet. Klar, ein Neuer bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, aber es geht dann auch darum, in diesem Konstrukt seine Rolle zu finden. Und gerade wenn dann vielleicht auch der ein oder andere neue Spieler in den Kader gestoßen ist, finde ich, kann man diese Diskussion zumindest aufmachen. Und ich würde mich durchaus auch freuen, wenn es bis zum Ende spannend bleibt. Vielleicht hat ja Manuel Neuer jetzt seinen Michael Ballack-Moment. Nämlich verletzt. Und auf einmal löst sich so ein bisschen seine Wahrnehmung in der Mannschaft und man stellt fest, hey, die jungen Spieler, die mögen den Marc-André Ter Stegen ja auch ganz gerne. Und der hält ja auch noch ganz gut. Der hält vor allen Dingen ständig alles, seine Bude da sauber. Und am Ende braucht man den gar nicht mehr. Und dann will der Manuel nochmal vorbeikommen. Und so wie das damals, war das 2010? Ja, 2010 in Südafrika. Michael Ballack ja während des Turniers auch mal kurz versucht hat und stellt fest, ich gehöre hier gar nicht mehr her. So ähnlich geht mir das ja auch immer, wenn ich hier beim Frühstück auf dem Sofa sitze. Eigentlich gehöre ich ja gar nicht mehr her, aber ich werde dann doch so geduldet. Efil Stieglitz schreibt übrigens, bei der EM sind es dann doch wieder Rüdiger, Schlotterbeck und Süle. Also glaubst du, einer von denen, die jetzt nominiert sind, könnte sich auch langfristig durchsetzen oder ist es jetzt einfach nur, wir probieren mal wild rum und am Ende schafft es eh keiner von denen? Das ist ein guter Punkt. Da habe ich mich auch noch drüber nachgedacht. Wir sind, das ist, glaube ich, fast historisch gewachsen. Wir haben den Glauben, dass ein Bundestrainer am Ende immer auf seine Achse setzt. Das heißt, immer auf Spieler setzt von den prominenten Vereinen. Und wahrscheinlich ist es so, weil wir es nicht anders kennen. Aber das finde ich auch das Gute an diesem Kader. Wenn ich mir nur die Vereine durchgucke, von denen die Spieler kommen, die er jetzt berufen hat, da haben wir so viel Varianz drin, dass das wirklich vielleicht auch so ein Sinneswandel insgesamt bei den Berufungen wird, der sich mehr weg von der Bundesliga, mehr zum globalisierten Fußball ausrichtet. Ja. Weil diese Achsen, ne, die gab es ja schon in den 60er und 70er Jahren, also als alle noch in der Bundesliga gespielt haben und als Spieler, die zu Real Madrid wie Paul Breitner oder Günter Netzer gingen, auf einmal nicht mehr in der Nationalmannschaft wohl gelitten waren oder gar nicht mehr berufen wurden. Und davon müssen wir uns natürlich, hätten wir uns natürlich längst trennen müssen, aber es ist klar, wenn jemand beim FC Southampton spielt, dass er natürlich nicht so nah vielleicht an diesem Kader dran ist, als wenn er zu dieser Bayern-Achse dazugehört. Ne? Also deswegen habe ich mich auch gewundert, in einigen Zeitungen lesen zu müssen, ja, der arme Thomas Müller muss jetzt mal zu Hause zugucken und Mats Hummels, ja, der hält sich auch mal zurück. Entschuldigung, das ist die Vergangenheit. Also bei aller Liebe, ich habe den beiden Spielern sehr gerne zugeguckt, aber das ist definitiv zu Ende und ich finde, ich möchte auch, also wenn es bei der Europameisterschaft schon in der Vorrunde rausgeht, dann zumindest eine junge Mannschaft erlebt haben, die dann vielleicht auch so ein bisschen zukunftsweisend ist. Bin ich komplett bei dir und ich finde es auch schön, wenn einfach mal wieder man neue Gesichter sieht, man nicht immer die gleichen alten Fehler macht, sondern wenn es dann wenigstens vielleicht Spieler sind, die man das erste Mal sieht und die einfach auch, ja, es ist ja auch mit Stolz verbunden, in die Nationalmannschaft berufen zu werden und für viele Spieler bedeutet das extrem viel. Ich glaube auch für einen Megan Berischer, du hast ihn gerade schon erwähnt, der bei Augsburg echt eine starke Saison gespielt hat, bisher wird jetzt das erste Mal berufen mit 24 Jahren. Das ist doch auch schön, dass solche Geschichten eben auch geschrieben werden, auch von einem kleineren Verein. Für Augsburg bedeutet das ja auch viel, wenn die dann auf einmal Nationalspieler wieder in den eigenen Reihen haben. Definitiv. Also von dem her finde ich das nicht verwerflich. Lass uns gerne noch mal ein bisschen auf andere Namen gucken. Marius Wolf hat es auch reingeschafft. Kevin Schade von Brentford hast du gerade erwähnt. Ja. Ein Spieler, der eben auch in der Premier League spielt. Oder eben auch ein Mergen Berischer. Insgesamt sind es jetzt 6 neue Spieler. Also mit Malik Chow, der eben nachgerückt ist. Ist schon eine Hausnummer. Genau, und interessant, Jamal Musiala musste ja nach Hause fahren mit einer Muskelverletzung. Und Muskelfaserriss, genau. Was ich nicht wusste, ist, dass dass der Bundestrainer tatsächlich überlegte, diese Achse Wirtz und Musiala dann mittelfristig zu etablieren in der Nationalmannschaft. Also das finde ich natürlich auch eine tolle Sache, wenn das wirklich sein Schlüsselspieler jetzt wird, wenn er das auch frühzeitig sagt, dann ist das ja auch ein Signal an diese Mannschaft, dann gehört auch, sorry, ein Manuel Neuer da nicht mehr rein, von Thomas Müller und Mats Hummels mal ganz abgesehen. Was mich gewundert hat, weil ich gerade das aktuelle Heft sehe, wo er ja auf dem Cover ist, vielleicht können wir das kurz nochmal zeigen, Jonas Hofmann wurde nicht nominiert. Und das ist sehr enttäuscht. Ein bisschen, ja, zu Recht finde ich. Er ist jemand, wo ich sage, er ist wirklich am Zahn der Zeit. Er spielt auch, finde ich, super stabil gerade bei Gladbach. Ist einer der Taktgeber bei Gladbach. Kreiert immer wieder Chancen, auch offensiv. Und ist einfach, wie gesagt, gesetzt da.
Und deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, dass er beispielsweise jetzt zumindest nicht berufen wurde. Deswegen sagte ich, dass Mario Götze dabei ist, wundert mich in seinem Alter. Ich hatte gedacht, dass dieser Kader jetzt für dieses verlängerte Wochenende so ein bisschen eine Ausrichtung ist. Wir testen jetzt wirklich nur junge Spieler. Aber Mario ist ja dabei, aber Jonas Hofmann eben nicht. Aber ist ja auch einer, der schon, ist er schon 30 oder 29? 29, 30 auf jeden Fall. Genau, ja, in dem. Der auf jeden Fall zum erweiterten Kreis dazugehören wird. Nur bei einem Spieler von Borussia Mönchengladbach ist es dann eben auch wieder so, ja, dem fehlt natürlich wieder so dieses Backup, das zu irgendeiner Achse dazuzugehören. Das heißt, der ist eher in der Gefahr natürlich auch, wenn es dann um den endgültigen Kader für die Europameisterschaft geht, dann nicht dabei zu sein. Und das finde ich eben angesichts der Leistung, gerade weil er ist ja der absolute Führungsspieler in Gladbach und er ist natürlich total ehrgeizig. Ein bisschen schade, dass sollte das nachher so sein. Aber vielleicht ist es ja auch abgesprochen und ist alles klar. Nur er hat gesagt, er ist sehr enttäuscht. Also insofern scheint er da nicht so damit gerechnet zu haben. Ja, Marius Wolf vielleicht noch als letzter Kandidat und dann können wir nochmal einen Blick auf Jamal Musiala und die Verletzung werfen. Marius Wolf hat sich das auch verdient, wie ich finde. Ist auf der rechten Seite schon eine Macht und man muss halt gucken, ob er das jetzt konstant abrufen kann. Aber ist jetzt, finde ich, keine von den Namen gewesen, wo ich gesagt habe, wow, krass, das hat mich komplett überrascht. Das war, glaube ich, wahrscheinlich sogar der Spieler, wo man am meisten das vorhersehen konnte. Ja. Richtig? Jupp. Ja. Also die größte Überraschung, das haben wir, glaube ich, besprochen, ist Wanyama und Kevin Schade vielleicht auch. Hoffentlich, ja. Hoffentlich kommt er zum Einsatz. Das würde ich mir gerne angucken, so gegen Belgien, das ist ganz, ganz nett. Aber warum? Ich meine, man wächst ja mit seinen Aufgaben und der Bundestrainer wird schon wissen. Ich habe da komplettes Vertrauen. Ja, habe ich. Musiala, jetzt verletzt, ist auch fraglich für den Klassiker. Ich hasse ja dieses Wort, aber es gibt ja kein wirkliches anderes Wort. Die Bayern empfangen Dortmund am 1. April. Du kannst ja auch sagen, gegen den kommenden deutschen Meister aus Dortmund, gegen FC Bayern, den Verfolger, dem Jäger. Ja, ja. Dem Jäger. Der Rekordmeister trifft auf den vielleicht neuen deutschen Meister. Ja, tut mir leid für Bayern, aber wir werden es trotzdem machen. Trotzdem Kantersieg. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Immer das wieder dasselbe zu sagen. Ich habe mir mal seine Verletzungshistorie angeschaut und das hat mich überrascht. Er hat bisher in dieser Saison einmal gefehlt, weil er eine Zerrung hatte und einmal gefehlt in der Champions League gegen Pilsen war das, weil er Corona hatte. Hm. Und sonst spielt er immer und ist nie verletzt, nie krank. Das ist schon. Deswegen ist es jetzt gerade so überraschend, dass er mal fehlt, aber auch das können sie, glaube ich, mit der Tiefe im Kader, dann spielt halt Müller beispielsweise. Ja. Und wenn er es gar nicht hat? Wenn er was nicht hat? Wenn er gar nicht so stark verletzt ist, dass er eigentlich hätte abreisen müssen? Ist das auch eine Option? Wie kommst du drauf? Ist nur eine Frage. Ja, ich meine, es stehen ja sehr entscheidende Wochen beim FC Bayern bevor und vielleicht ist das, die nennen das ja immer dann ein Zwicken in der Wade oder sowas oder in dem Fall im Oberschenkel. Du meinst, die schonen ihn vielleicht? Ja, kann das sein? Ich glaube, da zwickt es in der Wade, bleib mal zu Hause. Kann das sein? Vor allem, weil da kommt ja auch noch ein anderes wichtiges Spiel gegen City bald auf die Bayern zu. So, also, du sagst es. Da sollte er natürlich nicht fehlen. Gut, das sind jetzt alles. Wie ist eure Meinung zu Hause? Ja, schreibt es mal. Ist ja noch immer auch ein freies Land, wir können das ja meinen, auch wenn es falsch ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass es so ist. Kann ich mir nie vorstellen. Es gibt noch einen Name, der hier genannt wird, wo ich sagen muss, das wundert mich auch, dass der noch nicht berufen wurde. Robin Knoche. Wieso ist der immer noch nicht in der Nationalmannschaft? Tja. Überhaupt, Union ist ein Team, das immer mal wieder ignoriert wird, oder? Die Spieler von Union. Auch ein Rani Khedira war ja mal so ein bisschen im Gespräch. Ja, da sind wir dann ja jetzt wieder bei der Verschwörungstheorie, dass er gegen bestimmte Vereine was hat. Weiß ich nicht. Das sind eben so Momente, wo ich mich frage, wo sind eigentlich die Journalisten, die das mal adäquat mit ihm besprechen können? Weil er kann ja auch mal das erklären, warum einer wie Wanyama jetzt reinkommt, außer dann immer auf Zettelkastensprüche zurückzugreifen, sondern wirklich mal zu sagen, ja, der hat besondere Qualitäten, dann hat er aber auch irgendwie ein soziales Gewissen, was hier gut reinpasst. Der hat die und die Perspektive auch noch und ich könnte mir den auch variabler vorstellen. Ich meine, dass wir möglichst viel Varianz in der Abwehr brauchen. Das steht ja außer Frage, weil wir haben einfach nicht genügend Außenverteidiger. Ja, ja. Und insofern muss er gut, viel ausprobieren. Gut, dann könnte man auch beispielsweise das System umstellen, wenn man sagt, es ist einfach schwierig, irgendwie gute Außenverteidiger zu finden. Dann spielst du halt anders. Wäre auch eine Möglichkeit. Boah,
Das wäre ja schon revolutionär, wenn du damit auf die Schnauze fällst, dann bist du natürlich sofort draußen. Ne? Gut, aber das ist vielleicht auch was, nachdem sie durchaus auch ihre Spieler aussuchen, wie variabel einsetzbar sind die, wenn du weißt, was ich meine. Kann ich den links bringen, kann ich den rechts bringen, kann der verschiedene Ketten spielen und so weiter und so fort. Also Robin Knoche rein. Oder ich, was willst du jetzt ja, sagen? Insgesamt, ich verstehe, dass man auf jeden Fall diese Diskussion aufmacht und sagt, warum nicht Robin Knoche? Gut, dann müssen wir jetzt die Frage stellen, warum ist eigentlich für Jamal Musiala niemand nachnominiert worden? Da wäre ja noch ein Platz frei gewesen, nicht? Hätte man ja einfach noch einen reinholen können. Hätte man ja Robin Knoche mal anrufen können. Wobei, der passt da jetzt nicht hin, aber... Ja. Einfach nur so, komm doch mal dazu. Gibt doch lecker Essen. Kommen wir doch noch vielleicht zu einem Ex-Nationalspieler, oha, der jetzt auch in den Schlagzeilen war, und zwar Miroslav Klose. Oh ja. Ach, Miro. Hat seinen Job verloren. Einvernehmlich getrennt heißt das ja, glaube ich, inzwischen. 8-mal in Folge nicht gewonnen. Ja, seit Ende Oktober das letzte Mal einen Sieg geholt mit dem SCR-Alltag. Ja. Wer kennt ihn nicht, diesen Verein? Ja, natürlich. Ist ja im Moment der Letztplatzierte, glaube ich, in der österreichischen Liga. Ne? Exakt. Also man kennt ihn. Man kennt ihn vielleicht auch daher, weil Ailton 2008 da mal gekickt hat und ein paar Tore für die geschossen natürlich hat. Natürlich. Deshalb. Felix Gropper lacht, hast du da irgendwie noch das einen Kommentar abzugeben? Ailton hat überall gespielt. Also das unter anderem auch beim SCR Alltag. Und beim KFC Uerdingen und bei Oberneuland und Dresden, glaube ich, auch, oder? Nee, Dresden nicht. Aber, Duisburg. Duisburg war das, Spaß beiseite. Ja. Miro Kloses erste Trainerstation als Cheftrainer. Ja. Sie ist jetzt also schon Geschichte. Was können wir darüber sagen? Erstmal fand ich es gut und mutig, bei so einem Verein anzuheuern, mit seinen Meriten. Punkt 2. Ich halte ihn für einen unfassbar ehrgeizigen und sehr fleißigen Menschen und ich glaube auch, dass er ein guter Trainer sein kann. Aber es ist natürlich auch ein Wagnis, wenn man mit dieser Bekanntheit bei so einem Verein und in einer Liga anheuert, die ja immer so ein bisschen chronisch nervös ist. Ne? Deswegen wundert mich es ohnehin, dass er, weil die Saison ist ja nicht besonders gut gelaufen für ihn, erst jetzt entlassen wird. Dass die Entlassung, ich glaube, die kann man auch rechtfertigen. Also das ist auch, warum soll das nicht im gegenseitigen Einvernehmen passiert sein? Weil Ergebnisse sind nun mal das Entscheidende am Ende des Tages für einen Trainer. Miroslav Klose ist natürlich auch ein bisschen spezieller Typ. Ich weiß, das ist eigentlich die Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, als ich hörte, dass er in die erste Reihe als Trainer will. Ist er der Typ, der so eine Ansprache an Spieler hat? Ne, also erstmal dieses heterogene System einer Mannschaft überhaupt zusammenhalten zu können und dann die richtigen Worte und die Ansprache zu haben, um so eine Truppe dann eben auf das nächste Leistungslevel zu heben. Da hatte ich und habe ich auch nach wie vor meine Zweifel. Das liegt nicht daran, dass ich nicht glaube, dass er zu wenig vom Fußball versteht, dass er nicht total fleißig ist, dass er in jedes Detail reingeht, sondern einfach nur, wenn man ihn so, er ist ja manchmal so ein bisschen spröde, würde ich so sagen. Ja, und auch sehr introvertiert. Also so habe ich ihn jedenfalls als Spieler immer wahrgenommen. Eher ein ruhiger Typ, sehr bescheidener Typ, gebe ich dir recht. Eigentlich auch nie jemand, der so krass das Rampenlicht gesucht hat. Und deswegen, ja, finde ich das auch, also als Trainer musst du ja schon bis zu einem gewissen Grad jedenfalls aus dir rausgehen können, um das Team zu erreichen. Und so Ansprachen von ihm, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, weil ich mir nicht so vorstellen kann, wie er dann da in diese Kabine kommt, die liegen zurück und dann haut er richtig auf den Tisch. Das kann ich mir bei Miroslav Klose nur bedingt vorstellen. Naja, ein Trainer ist ja heutzutage auch ein Manager, also wenn er da die entsprechenden Leute dafür hat, dann kann ich mir schon vorstellen, und das traue ich ihm auch zu, dass er das entsprechend zusammenstellt. Nur Problem ist ja, gerade bei Spielern mit diesem Bekanntheitsgrad immer, du hast ein, zwei Schüsse am Anfang und die müssen mehr oder weniger ja auch sitzen, weil sonst sagt man gleich, naja, toller Profi, WM-Torschützenkönig aller Zeiten und so, aber als Trainer packt das nicht so richtig. Ne? Da gibt es ja, können wir über Lothar Matthäus reden, da können wir über Stefan Effenberg aber das reden, ganz andere Typen, natürlich, ich ganz sagen, andere Typen. Die haben ja trotzdem dann noch Chancen diverse bekommen, im Ausland beispielsweise. Ja, ja, natürlich. Also ich die meine, fünfte, die sechste und die siebte Chance. Ja, aber nie... Nie mehr die Top-Teams, also, ja. Ich erinnere mich und ich finde Lothar Matthäus als Fernsehexperte inzwischen wirklich, ich will nicht sagen spitze, aber sehr gut. Also ich höre dem gerne zu, weil der mir wirklich viele Infos gibt, die ich so nicht habe. Aber
der war mal bei Arminia Bielefeld, als sie, glaube ich, noch in der zweiten Liga gespielt haben, im Gespräch. Und da gab es eine Faninitiative dagegen, dass der Mann da nicht hinkommt. Also insofern, du bist dann irgendwann auch verbrannt. Und deswegen wird das sehr interessant zu sehen, wie das jetzt mit ihm weitergeht und ob er seine Rolle wirklich da in dieser ersten Reihe sieht. Da bin ich sehr gespannt. Also, weil er hat ja jetzt auch eine Erfahrung gemacht. Ne? Also er hat diese Bayern-Erfahrung in der zweiten Reihe gemacht, genau. Wo ich glaube, da ist er auch bestimmt ein sehr guter. Und ob das in der ersten Reihe eigentlich genau das ist, was er will. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube, seine Reise ist noch lange nicht zu Ende und wir werden seinen Namen sicher hier noch öfter besprechen, weil er eben schon jemand ist, dem, glaube ich, viele auch noch viel zutrauen und der gut vernetzt ist. Und man kriegt es ja immer wieder mit, wenn dann eben Trainer gesucht werden, wer dann alles ausgegraben wird. Das ist schon immer wieder überraschend. Eine Chance ist ihm ja sicher, weil mittelfristig wird er irgendwann dann nochmal irgendwann in ferner Zukunft beim 1. FC Kaiserslautern anheuern, weil da wird es immer einen geben, der sagt, das muss jetzt der Miro machen. Ja. Nur das ist natürlich auch das im Auge des Taifuns, ne? Ist er dann. Ja, wenn er dann kommt, dann wird es bestimmt keine gute Situation sein. Aber im Moment läuft es ja ganz gut beim FCK. Gut, also die sind auch gerade noch versorgt mit Trainer. Die sind sehr gut versorgt, ja. Ich wollte niemanden den Job streitig machen. Es gibt noch ein letztes Thema, das wir vielleicht kurz noch anreißen können. Da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber sollte erwähnt werden, denn es ist schon bemerkenswert. Makoto Hasebe hat nochmal verlängert, bis 2027 sogar. Bis 27? Ja, das heißt er kann so lange verlängern, wie er will, hat Markus Krösche gesagt. Er könnte auch bis 2080 verlängern. Weil ja jetzt schon feststeht, dass er eine Rolle bei der SGE übernehmen wird, auch nach der aktiven Karriere. Also damit ist sozusagen, glaube ich, schon beinhaltet, dass er dann irgendwie im Verein weiterarbeiten wird. Also ich habe heute Morgen gelesen, bis 2024 geht es jetzt erstmal weiter. Wenn er bis 2024 bis Sommer noch spielen würde, dann hätte er bei Eintracht, also vereinsintern, schon mal Rudi Bommer und Uli Stein als älteste Spieler überholt. Genau, also als Spieler geht es ein weiteres Jahr weiter, aber ich glaube, so wie ich es interpretiert habe, ist der Vertrag länger angesetzt, aber sozusagen nicht unbedingt als Spieler. Also weil ich auch jetzt in der letzten Zeit, ich habe es glaube ich gestern auch schon erzählt, mit Klaus Fichtel zu tun hatte, du kennst ihn natürlich, der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten, 43 Jahre, 6 Monate und 2 Tage. Mhm. Wenn er 2027 noch spielen würde, Felix, kannst du mal kurz reingucken, ich glaube dann... Gut, das glaube ich nicht, dass er langsam in diesen Bereich kommen und diesen Rekord für die Ewigkeit ihm dem Klaus Fichtel vielleicht noch streitig machen. Genau, Hasebe ist, glaube ich, jetzt noch 39 und wird dann 40 sein nächstes Jahr. Könnte hinkommen. Der Mann ist am 18. Januar 1984 geboren. 84, dann wäre er 43, 2020. Ja, dann wäre er dann wohl, wenn er im Sommer, wenn sie ihn am Schluss der Saison nochmal so reinschmeißen, dann wäre er definitiv der Älteste. Nee, noch nicht ganz. Januar bis Mai. Dann wäre es noch nicht, muss er noch bis Anfang der neuen Saison weiterspielen. 279 Pflichtspiele hat er übrigens für Frankfurt schon absolviert und hat ja auch schon 2 Titel mit der Eintracht geholt, unter anderem Europa League und Pokal. Und ich glaube, er hat bei VfL Wolfsburg mal eine furchtbare Verletzung gehabt, ne? Ein gebrochenes Schienbein, ist das richtig? Habe ich das falsch in Erinnerung? Oder war es der Gegenspieler vom VfL Wolfsburg? Wo wir gerade auch schon bei in die Jahre gekommenen Spieler sind, Ibrahimovic hat am Wochenende mal wieder getroffen und ist damit der älteste Serie A-Torschütze in der Geschichte der Liga. Ach. Ja, stand mal wieder verrückt in der Startelf von Mailand und durfte einen Elfmeter verwandeln. Ah ja, also er spielt jetzt dann zusammen mit Malik Chow. Genau. Wie weit sind die auseinander? Die sind auch noch fast 20 Jahre auseinander, oder? Dürfte hinkommen, ja. Gott. Stark. Ja. Ja, wieso spielst du eigentlich nicht mehr hier? Witzig. Erstklassig. Ja, das kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich beim Redaktionskick mit der Elf-Freunde-Mannschaft mir innerhalb eines Jahres 2-mal einen Bänderriss geholt habe. Und da habe ich gedacht, das ist mir jetzt irgendwie zu doof. Ja, verstehe ich. Weil die anderen waren eh schon schneller als ich. Und ich wurde neulich versucht, wenn man so wenig mit Auge spielt, dass man sich 2-mal einen Bänderriss holt, dann sollte man auch wissen, dass seine Zeit vorbei ist. So wie... Deswegen spiele ich auch nicht bei euch in der Medienliga. Ich wurde schon angefragt, aber ich habe abgelehnt. Also mich wirst du da nicht sehen. Nee. Meine Zeit ist vorbei. Ich kann aber vielleicht nochmal so einen Trainer machen. Ja, bitte. Ja. Aber ich glaube, ich werde nicht für voll genommen. Die Gegner einschüchtern. Ich werde nicht für voll genommen, das ist das Problem. Deswegen mache ich das auch das nicht. Felix, wir haben noch ein paar schöne Bilder bekommen. Genau, damit können wir ja dann beschließen. Noch so das, was unsere Community am Wochenende gemacht hat, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar in...
exotischen Winkeln dieser Welt, zum Beispiel in Österreich, weil in Wien war am Wochenende Derby. Derby. Hat es einen Namen, das Derby in Wien? Wien-Derby. Wien-Derby, okay. Relativ klassisch. Aber wir sehen hier eine Choreo, hören auch gerade ein bisschen. Zurück in die Zukunft. Hat geholfen, Austria hat 2-0 gewonnen. Und in Österreich ist jetzt die Meisterschaftsrunde vorbei, also beziehungsweise die Vorrunde. Da gibt es ja immer die Hinrunde und dann teilt sich die Liga in Auf- und Abstiegsrunde, also Meister- und Abstiegsrunde. Und wir bleiben in Österreich und einfach nur, weil ich die Bilder schön finde, guckt euch das mal an. Wir sind in den Bergen. Oh, wow. Vierte Liga Österreich. Es gibt auch ein bisschen Pyrotechnik. Mir gefällt das. Dann gucken wir noch nach Ungarn. Da hat uns ein Leser geschrieben, der danach noch direkt mit dem Bus zurück nach Stuttgart fuhr, dass er sich das 130 Kilometer von Budapest angeguckt hat. Ein 1:1. Mit dem Nachtzug war es übrigens. Dann gucken wir noch nach Spanien. Mittlerweile vierte Liga. Hercules Alicante gegen Formentera. Alicante. 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 Formentera. Ja, ja. Zum Glück hatte ich kein Spanisch in der Schule. Obwohl, doch hatte ich. Egal. Naja, mittlerweile vierte Liga. Nur noch 3.750 Zuschauer gekommen, schreibt er. Oh, sieht gut aus. Ich finde das Stadion auch durchaus, ja, durchaus ansehnlich. Ja. Die großen Zeiten scheinen aber vorbei. Und dann hat uns noch die langjährige, treue Zuschauerin, kann man sagen, Luise Spalleck, ihren Lissabon-Besuch geschickt. Kaffee für 1 €, Bier für 2,50 €. Faire Preise, sagt sie. Knapp 60.000 Zuschauer beim 5:1-Sieg. Und sie schreibt noch, wenn sie nicht dahin gegangen wäre, wäre sie mit Hertha nach Hoffenheim gefahren. Und ich glaube, da kann man ihr nur Glückwünsche. Hätte ich auch lieber Lissabon gemacht als in Hoffenheim. Ja. Ja. Roger Schmidt kurz vor der Meisterschaft. Die haben übernächste Woche, glaube ich, das Spiel gegen Porto. Und wenn sie das gewinnen, dann ist das Thema weitgehend durch. Und die Königsklasse ist auch noch offen. Ja, glaubst du daran? Für Benfica? Nee, nicht unbedingt. Nee. Aber ja, aber es ist ja schön, dass sie immer noch mit dabei sind. Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, vielleicht sind sie auch für eine Überraschung gut. Wen haben sie? Ich glaube, Milan, ne? Stimmt das? Ja. Ja. Inter. Nee, Inter. Inter, ja. Inter. Das ist ja, sage ich mal, von der möglichen Auswahl noch eine der lösbareren Aufgaben. Mal sehen, abwarten, wie das weitergeht. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Genau, also ich weiß jetzt alles über diesen Schiedsrichterstreit und ich habe sehr, sehr viel über die deutsche Mannschaft gelernt. Also ebenso. Endlich bin ich wieder im Thema und ich freue mich auf die Europameisterschaft auf einmal. Nach diesem Gespräch aber erst. Lass vorher gerne. Vorher habe ich gedacht, wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt wird es richtig, richtig gut. Ich freue mich auch drauf. Lasst gerne noch einen Daumen da. Das hilft uns sehr. Auch wenn ihr den Podcast hört, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das freut uns immer sehr. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Die Kollegen sind da, morgen zu dritt auf der Couch. Oha.